Es soll der neue Wohnhotspot in Hoyerswerda werden. Zwischen Erich-Weinert- und Heinrich-Mann-Straße, unweit des bestehenden Wohnquartiers Kiefernhag, entsteht Cocoon Living. Gut, das klingt für mich zunächst wie der neue Spielkasten von Eugène Bruins im Zoo. Oder habe ich da was falsch verstanden, Herr Fizek? Ja, eigentlich, wir haben ja gesagt, das ist die Evolution des Wohnens. Was heißt das? Das heißt, dass wir schon hier das Modernste an Wohnen, was heute in der Zeit aktuell ist, möglich machen wollen. Nicht nur, dass die Häuser gedämmt sind nach dem neuesten Stand, sondern wir haben hier neben der guten energetischen Versorgung auch erstmalig Smart Home Ready die Wohnungen ausgestattet. Das heißt, man kann sie dann doch sehr digital steuern. Für alle, die da Fans sind, wissen, was damit gemeint ist. Wir haben die Klimatisierung hier an Bord, auch erstmalig in Hoyerswerda. Und natürlich sind die Wohnungsgrundrisse auch welche, die Sie so in Hoyerswerda vielleicht nicht sofort finden. Also etwas Neues entpuppt sich in Hoyerswerda. Für gut 4 Millionen Euro entstehen zwei Häuser mit jeweils 9 Wohnungen. Es sind 2 bis 4 Raumeinheiten in einer Größenordnung von ca. 66 bis 130 Quadratmetern. Grundsteinlegung war im April und seitdem hat sich auf dem Areal einiges bewegt. Davon konnten sich alle Interessierten beim gemütlichen Rundgang selbst überzeugen. Und auch der Vorstandsvorsitzende ist mit dem aktuellen Baustand sehr zufrieden. Ja, wir haben heute hier zeigen können, dass wir doch schon ziemlich weit sind. Der Rohbau steht. Im Gegenteil, wir sind schon mit den Ausbaugewerken jetzt dabei. Das heißt, wir beginnen jetzt, die Zimmer so herzurichten, dass man sie auch dann mal als Wohnräume erkennen kann. In dem Sinne liegen wir ganz in unserem Zeitplan. Bis zum Einzug der ersten Mieter ist die To-Do-Liste der Lebensräume Hoyerswerda aber noch lang. Kalt und dunkel ist es aktuell im Bau. Doch das soll sich schnell ändern. Ja, wir werden jetzt bald das Haus auch mit Wärme versorgen. Also spätestens im November wollen wir hier die Wärme anliegen haben, sodass wir in den Innenausbau dann über den Winter gehen können. Und unsere Planung ist, wenn alles so normal verläuft, dass wir dann spätestens im Juni nächsten Jahres hier die Schlüssel übergeben können. Keine Frage, der neue Wohnkomplex wird einiges bieten. Doch Komfort hat auch seinen Preis und ist im Vergleich zu anderen städtischen Wohnobjekten teurer. So kostet beispielsweise eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Obergeschoss 517 Euro monatlich, zuzüglich Nebenkosten. Die Vier-Zimmer-Wohnung im Penthouse-Style kostet gar 1070 Euro, Nebenkosten jetzt mal ausgeblendet. Der neu entstehende Wohnraum ist also nichts für den zu kleinen Geldbeutel. Doch unbezahlbar ist er wiederum auch nicht, wie Axel Fizek selbst sieht. Ja, teuer und billig, das sind natürlich immer so relative Begriffe. Man muss natürlich feststellen, dass die Baukosten heute in eine Dimension da sind, die ganz einfach solche Mietpreise notwendig machen. Und dementsprechend sind die Preise festgelegt, sodass also auch das Ganze auskömmlich für uns finanzierbar ist. Und wir stellen aber fest, dass trotz dieser für Hoyerswerda etwas höheren Nutzungsgebühren die Nachfrage ungebrochen groß ist. Wer sich nämlich eine Neubauwohnung in dieser Größenordnung in Berlin, Hamburg oder München anschaut, wird preistechnisch eher wieder nach Hoyerswerda zurückkehren. Und die Chance, mal in einem solchen Objekt zu wohnen, ist ebenfalls größer als in den meisten Cities der Republik. Denn man kann sich noch bei den Lebensräumen bewerben. Wir würden uns freuen, wenn gerade Familien mit Kindern vielleicht sich für diese Wohnungen, gerade für die größeren Wohnungen, auch mit Garten dann interessieren. Aber auch alle anderen sind herzlich eingeladen, sich noch bei uns zu melden. Wir werden erst jetzt im späten Herbst bis Anfang des Jahres die verbindlichen Vergaben machen und die Verträge dann abschließen. Also jeder ist noch einzeln eingeladen, sich hier zu melden bei uns, wenn er Interesse daran hat. Denn auch wenn es hier vielleicht, wenn man hier nicht zum Zuge kommt, haben wir hier eine ganze Menge anderer auch toller Wohnungen im Angebot. Und wir denken auch darüber nach, was passiert in der Zukunft. Also in dem Sinne ist sich hier melden immer richtig. Viel Bewegung also bei den Genossenschaftlern. Wer also Interesse hat, kann sich im Detail auf der Homepage lebensräume-hy.de weiter informieren oder in der Käthe Niederkirchner Straße 30 einen Termin ausmachen.